Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video. Ich habe euch letztens gefragt, welches meiner alten Formate ihr hier gerne wieder sehen möchtet. Und herauskam: Hassalphabet. Ich würde mir mal wieder das Hassalphabet wünschen. Ich würde gerne Hassalphabet wiedersehen. Lustige Witze. Nein, Spaß, Hassalphabet. Hassalphabet wäre mal wieder nice. Kannst du mal wieder ein Hassalphabet machen? Kannst du nur das Hassalphabet machen? Das Hassalphabet wäre mal wieder schön. Und ja, also das Hassalphabet wäre schon nicht schlecht. Hassalphabet. 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 Okay, ihr seht euch scheinbar ziemlich gerne an, wie ich mich über irgendwelche Dinge aufrege. Ich muss allerdings sagen, ich musste sehr lange nachdenken, was ich denn nun als Thema nehmen kann, da ich gerade ziemlich glücklich in meinem Leben bin und mich nicht so richtig abfuckt. Der war gut, ne? Spaß. Heute gibt's C wie Chefs, Teil 2, Intro. Wow! Will der kleine Knabbub jetzt etwa bei seine Vorgesetzten herziehen? Nein. Ich bin gerade noch selbstständig, also gerade quasi mein eigener Chef, und auch so würde ich nie etwas so Unvorsichtiges machen. Natürlich werde ich wie beim letzten Mal weder Firmen noch Namen nennen, beziehungsweise werde mir einfach Synonyme dafür auslegen. Ihr kennt mich. Bis ich einer einzelnen Person so ein Video widmen kann, muss schon eine ganze Menge Scheiße passiert sein und es muss ja schon ganz viel auf die Palme gebracht haben. Und genau das ist hier passiert. Kurz eine Zusammenfassung von C wie Chefs Teil 1, welche ich am 12.01.2015 hochgeladen habe. Dort ging es um die abartigen Arbeitsbedingungen, die ich in meiner Ausbildung und meiner Gesellenzeit als Maler und Lackierer hatte, sowie die ersten Erfahrungen als Mediengestalter in Zusammenarbeit mit Quink. Letzteres waren natürlich ausschließlich nur positive Erfahrungen. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, ich liebe Master Jam. Nein, ich will ihn verprügeln. Bei der Stelle, über die ich heute sprechen möchte, habe ich ungefähr 11 Monate lang gearbeitet. Viel zu lange, um genau zu sein. Es war bloß ein kleiner Nebenjob, den ich während meiner schulischen Ausbildung zum Mediengestalter gemacht habe, eben nachmittags, um ein bisschen Kohlen zu verdienen. Hier in diesem scheiß YouTube-Puff verdient man ja nichts mehr. Die Arbeitstätigkeit selbst war in Ordnung. Ich war halt eben eine 9 Euro Aushilfskraft, die so ein paar Dinge für die erledigt hat. Dazu gehört halt echt auch so Spülmaschine einräumen, Kaffee kochen und so ein paar Listen am PC geführt. Also jetzt nichts Wildes. Ich bin damals über einen sehr guten Freund an diesen Job gekommen, der ebenfalls dort gearbeitet hat. Zu dem kommen wir später noch, das wird noch wichtig. Nennen wir ihn jetzt einfach mal Robert. Ich selbst hatte überhaupt keine Erwartungen an diesen Job. Für mich war es halt echt nur ein kleiner Lückenfüller für den Nachmittag. Ich dachte mir, wenn es nicht klappt, gehst du halt wieder. Trotzdem habe ich mir damals natürlich vor dem Vorstellungsgespräch angeschaut, was diese Firma so macht, beziehungsweise was man online über sie findet. Und da war schon der erste Warnhinweis, den ich leider ignorierte. Das einzige, was man über diese Firma finden konnte, waren negative Mitarbeiterbewertungen auf Kununu. Ich fragte meinen Kumpel Robert, was es damit wohl auf sich hat, und der sagte mir nur, dass der Chef wohl nicht mal alle Latten am Zaun hat, aber als Aushilfe würde es wohl schon gehen. Ja, und um diesen Chef soll es heute gehen. Wie beschreibe ich diesen Kerl jetzt am besten? Nennen wir ihn Frank. Frank ist Mitte 50. Frank hat in der Firmengarage 3 Porsche stehen, bei denen er die Schutzabdeckung nur abnimmt, wenn er neuen Mitarbeitern imponieren möchte. Frank besitzt außerdem ungefähr noch 40 Wohnungen in Köln, die er vermietet, sowie ein Jahreseinkommen von etwa 800.000 Euro. Und was besitzt Frank noch? Er besitzt seine Mitarbeiter, die in einem Betriebsklima der Angst sitzen. Glaub mir, das ist nicht übertrieben. Ich habe dort gesessen und dort gearbeitet. Ich hatte natürlich keine Angst. Aber ihr merkt vielleicht jetzt schon, Kapitalismus könnte hier eine sehr, sehr große Rolle spielen. Noch bevor ich selbst eine persönliche Auseinandersetzung mit Frank hatte, wurde mir schon folgende Geschichte erzählt. In den Büroräumen war die Herrentoilette direkt neben der Küche angeordnet. Ein Mitarbeiter war gerade auf dem Klo, während Frank in der Küche stand. Der Mitarbeiter hat sich die Hände gewaschen und, wie man das so macht, 3 bis 4 Trockentücher aus dem Spender gezogen, um sich die Hände abzutrocknen. Als der Mitarbeiter das Bad verließ, hat Frank ihn abgefangen und es ereignete sich folgende Situation. Sagen Sie mal, wie viel Papierhandtücher haben Sie da gerade verwendet? So 3 oder 4. Kommen Sie mal mit, ich zeig Ihnen mal, wie das geht. Nicht ein. Wissen Sie, wie ich so unglaublich erfolgreich geworden bin? Jeden Cent 3-mal umdrehen. Licht aus. Und niemandem vertrauen. Ich vertraue nicht mal meiner eigenen Mutter. Und jetzt schreiben Sie eine Rundmail an alle, dass jeder nur ein Papierhandtuch verwenden darf. Alles klar. Als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe, dachte ich mir auch, okay, alles klar. Ich selbst habe aber meine ganz eigene Papiertuchgeschichte erlebt. Als Frank eines Nachmittags zur Mittagspause ging, sagte er zu mir: Sie! Ich glaube, er wusste meinen Namen überhaupt nicht. Das Paket mit den Papierhandtüchern ist alles. Tauschen Sie es doch bitte aus. Kein Problem, gesagt, getan. Als ich allerdings den Karton mit den Papiertüchern austauschen wollte, ist mir aufgefallen, dass in dem Karton noch ein Päckchen Tücher drin war.
Ich kann es gerade selber nicht fassen, was ich hier erzählen muss, aber jedenfalls habe ich das übrige Päckchen, was halt noch drin war, auf den neuen Karton draufgelegt. Der sollte ja ausgetauscht werden. Nach der Pause kam Frank zurück und reagierte folgendermaßen. Haben Sie das Päckchen mit den Tüchern auf den neuen Karton gestellt? Hm? Was habe ich Ihnen vor der Pause gesagt? Was sollten Sie machen mit dem Karton? Ich raste hier noch aus! Wie sieht denn das hier aus? Was soll denn das überhaupt? Wo bin ich denn? Bin ich denn bescheuert oder was? Bringen Sie das in Ordnung, bevor ich hier noch laut werde! Der Mitarbeiter, der mit mir im Büro saß, wurde plötzlich ganz klein und sagte: Oh Frank, Entschuldigung, wir machen das wieder gut, das wird alles geregelt. Oh bitte, es tut mir leid. Ich sagte daraufhin später zu ihm, also zu dem Mitarbeiter: Was war das denn vorhin? Ich musste mir schon ein bisschen das Lachen verkneifen. Und ich musste mir in dem Moment wirklich das Lachen verkneifen, weil dieser cholerische Wutausbruch wirklich zu lustig aussah. Aber aus einem anderen Blickwinkel gesehen, war die Situation sehr traurig und sie hat mich verdammt wütend gemacht. Den anschließenden Abend zu diesem Nachmittag verbrachte ich mit meiner damaligen Freundin, mit der ich zu der Zeit sehr glücklich war. Trotzdem war ich aber die ganze Zeit innerlich stinksauer und habe mich die ganze Zeit über diesen Kerl geärgert. Ich habe mir Sachen gedacht wie, was fällt dem eigentlich ein? Wie geht er mit mir um? Wie redet er mit mir? Ich bin ein fremder Mensch. Ich bin ein menschliches Wesen. Und eigentlich hätte ich in dieser Situation aufstehen müssen und sagen müssen, Frank, wie redest du mit mir? Ich bin ein fremder Mensch. Weißt du, du kannst noch so viele Millionen auf deinem Scheißkonto haben. Du bist für mich so klein mit Hut. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Ich fragte die Arbeitskollegen in den nächsten Tagen, was sie eigentlich treibt, für so einen Typen zu arbeiten. Diese Situation ist mir nämlich nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Mein Kollege, mit dem ich im Büro saß, sagte mir daraufhin, er wollte sich schon einmal umorientieren. Er hatte den Chef mal nach einem Arbeitszeugnis gefragt, also nach so einem Zwischenzeugnis. Und der hat daraufhin geantwortet: Arbeitszeugnis? Nee. Kriegen Sie nicht. Sie bleiben schön hier. Außerdem nimmt sie eh keine andere Firma. Ne? Tickert's langsam, dass da was nicht stimmen kann in dieser Firma? Mein Kumpel Robert erzählte mir derweil die Geschichte von einem anderen Mitarbeiter, der sich mal selber eine Abmahnung schreiben musste, weil er mal verschlafen hat. Und der Chef hatte darauf keinen Bock. Er sollte sich diese Abmahnung selber schreiben und dem Chef auf den Tisch legen, damit dieser die nur noch unterschreiben muss. Alter, sich selber eine Abmahnung schreiben. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Jetzt erwürgen Sie sich selber! Verdammt nochmal mit meiner Hand, Sie Windei! Ein paar Wochen später habe ich wieder eine Situation mitbekommen, in der in der Firma etwas schiefgelaufen ist und wo der Chef einen Verantwortlichen gesucht hat. Er hat zuerst den Mitarbeiter in meinem Büro zusammengeschrien, der überhaupt nicht wusste, worum es ging, kam dann zu mir, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte: Und Sie? Sind Sie dafür verantwortlich? Und wieder habe ich mir gedacht, Alter, so eine Unverschämtheit. Haben Mami und Papi dir nicht richtig beigebracht, wie man mit fremden Menschen spricht? Ach nee, zu Mami hast du ja gar kein Vertrauen, du... Der Situation entsprechend traute ich mich in dem Augenblick auch nichts zu sagen. Das war aber das letzte Mal, dass ich einen Fuß in dieses Büro gesetzt habe. An diesem Tag habe ich gekündigt. Und ich habe daraus gelernt. Das Betriebsklima muss stimmen. Da kann der Job an sich noch so cool sein. Für ein derartiges Arschloch werde ich nie wieder arbeiten. Niemals wieder, da kann er mir noch so viel Geld bieten. Das ist nichts wert. So ein respektloses Arbeitsklima wird es in meinem Leben nicht nochmal geben. Ich möchte an dieser Stelle hier mal einen schönen Gruß an die Mitarbeiter dieser Firma senden, denn ich bin mal so frei und schicke ihnen das Video. Ihr seid alles ziemlich coole Typen. Ich mochte jeden einzelnen von euch, einige sogar richtig gerne. Ach und übrigens, dieses Video drehe ich gerade in kurzer Hose. Ich möchte euch nur sehr ans Herz legen, ihr habt euer Leben und euren Umgang selber in der Hand. Vor 7 Jahren bin ich eines Morgens aufgestanden und dachte mir, ich bin nicht glücklich, mein Leben ist scheiße. Was ist schuld daran? Der Malerjob, der muss weg. Da habe ich mir eine neue Ausbildung gesucht und jetzt seht mich an. Ich bin ein Vollidiot im Internet und glücklich wie nie zuvor. Scheißegal wie alt man ist, ihr habt doch alle Möglichkeiten. Holt mal den Arsch aus der Hose und tut etwas. Es gibt genug Stellen dieser Art in Köln. Ich meine, schaut euch Robert an. Der hat es auch geschafft. Jetzt ist er auch viel glücklicher. Und das bringt mich jetzt zu meiner letzten Geschichte. Robert hatte nämlich auch keine Lust mehr auf diesen Laden und hat kurze Zeit später gekündigt. Er musste sich allerdings sein Arbeitszeugnis selber schreiben, da der Chef keinen Bock drauf hatte und es am besten einfach nur unterschreiben wollte. Als Robert mit vielen Monaten Verspätung sein Arbeitszeugnis endlich unterschrieben in den Händen hielt, waren sämtliche Superlative, sowie die obligatorischen Zeilen, wir danken Ihnen für die langjährige Mitarbeit, entfernt. Und diesen Satz lasse ich jetzt einfach mal so stehen und ihr könnt euch selber eure Meinung bilden. Unten in den Kommentaren. So, was fallen denn euch noch so für Chefgeschichten ein? Und wenn euch dieses Video gefallen hat, denkt an den Daumen hoch und denkt daran, meinen scheiß Kanal zu aktivieren und die scheiß Glocke zu aktivieren. Außerdem könnt ihr mir auch gerne neue Hassalphabet-Ideen in den Kommentaren hinterlassen. Kommen wir nochmal zur Gewinnspielauflösung vom Japan-Tag.
Ja, guck mal, ich bin ein Apfelkissen. Der Gewinnerkommentar ist hier eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch, Michelle Gratt. Leider kann ich dir keine private Nachricht auf YouTube hinterlassen, weil die Funktion irgendwie ausgestellt haben oder so. Ich weiß es nicht. Schreib mir doch mal hier einen Kommentar und schreib mir deinen Twitter- oder Instagram-Account dazu. Dann kann ich mich bei dir melden. Okay, thanks, bye.